So Leute, weiter geht's mit Hospital. Wir machen jetzt hier Deathmatch an der Stelle und ich bin super happy, denn wir können jetzt unser Sturmgewehr verwenden. Was ja neu ist. Ne? Ist ja neu und ist ja besser und so. Mal sehen, ob ich damit jetzt ein bisschen besser zurechtkomme. Ich weiß es nicht. Werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Und wieso habe ich so einen scheiß Helm auf immer? Ich muss den Helm mal austauschen. Das ist ja nervig. Weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so. So, Achtung, gleich kommt hier einer. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier. So, ist down. So, ich gehe mal weiter, aber schleichen jetzt, schleichen jetzt, schleichen jetzt. Da hinten ist eine Weste, vielleicht können wir die gleich noch mitnehmen. Hier steht keiner, oder? Da hinten ist irgendwo einer, laut Radar. Weil jetzt hier stehen bleiben ist dumm. Was hasse ich. Aber ich bewege mich jetzt hier auch gerade nicht so super toll. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Nein! Och Mann, Alter, wie ich das hasse mit diesem komischen Fingerzeig, ey. Das muss doch nicht sein. Ja, aber einen Kill haben wir schon. Den kann mir keiner mehr wegnehmen. So, machen wir weiter, Leute. Da vorne ist einer. Der müsste jetzt eigentlich gleich hier irgendwo sein. Da ist er. Bam, Hammer. Ne, rechts ist auch irgendwo einer. Hier rechts ist auch irgendwo einer. Ah, dammit. Okay, der wird jetzt gleich hier. Achtung. Bam, Alter, hab ich auch erwischt. Super. Da wollte er um die Ecke stürmen. Hat da nicht geklappt, auf jeden Fall. Die Position ist gar nicht schlecht. Ich bleib mal hier, da hinten ist auch einer. Ja, Auto-Aim war nicht an, Leute. Ah, der kommt noch näher, der kommt näher. Achtung, der kommt gleich. Ja, ich glaube, mich überrascht gleich einer von hier, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe da gerade einen roten Punkt gesehen. Machen wir erstmal den hier weg. Sehr gut. Okay, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Schade. Ja, genau. Also, ich hatte irgendwie einen roten Punkt gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich es mir auch eingebildet. Aber auf jeden Fall kam jetzt auch einer von da, wo ich es erwartet hatte. Aber die Position ist gar nicht so schlecht eigentlich. Man muss halt noch ein bisschen mehr auf die Minimap noch gucken. Fällt mir eigentlich ganz gut. So, weiter. Hier schleichen ist eigentlich blöd. Muss ich erstmal wieder irgendwo hinkommen, wo da hinten ist einer. Ah, Auto-Aim. Komm, stirb, 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 Alter. Okay, ich geh mal ganz schnell in Deckung, weil da ist ja noch einer. Deckung. Gehst du nach vorne in Deckung? Komm, 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 stirb, 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 stirb. Ach, das gibt's doch gar nicht, Alter. Ich habe so oft in den Kopf geschossen. Und ich meine, so scheiße läuft es ja gerade gar nicht. So scheiße läuft es ja gerade gar nicht. Ich weiß aber gerade nicht, wo ich bin. Jetzt bin ich auf der Straße. Ich nehme jetzt einfach mal ein Auto. Scheiße. Oh nein. Wie komme ich jetzt wieder hier hoch, Leute? Wie komme ich jetzt hier wieder aufs Krankenhausgebiet? Ich mache Musik an. So. Ah, hier komme ich hoch. Sehr gut. Ich bin gerade vom Krankenhausgelände runtergefallen. So. Hier vorne ist irgendwo einer. Hier, 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 hier. Stirb! 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 Nein! Ah! Weg! Weg, 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 weg! Okay, ich versuche mal hier schnell in Deckung zu gehen. Na! Pff, gar nicht, Alter! Okay. Och Mann, haben nicht mal das Ziel erfüllt. Aber, naja. Krass, Alter. Ich hätte nochmal drüber fahren müssen. Dann wäre wahrscheinlich wirklich down gewesen. Ja, da war ganz lustig gewesen. Dann kann man, also mit der Waffe mache ich jetzt doch lieber mal Deathmatch. Die ist auf jeden Fall ein bisschen besser als die MP, die ich sonst immer hatte. War ganz witzig. So Leute, weiter geht's mit Hubschrauber Cruise. Wieder sehr gut bewertet. Luftrennen 87%. Ja, gucken wir mal. Hubschrauber ist immer sehr witzig. Wir nehmen auf jeden Fall hier diesen Bussard-Kampfheli, weil der hat nämlich auch Raketen. Wir brauchen Raketen. Und der ist sogar langsamer. Warum sollte man den denn nehmen? So, bestätigen. Ich habe halt wieder mit GTA-Modus gemacht. Das heißt, man kann sich gegenseitig abballern und so. Müssen wir einfach mal schauen, weil es ist letztendlich, ist das jedes Mal... Schwere Panzerung brauche ich jetzt nicht holen. Wobei, nee, wir haben die dann auch im normalen Modus. Dann mache ich das mal. Bereit zum Spielen. Letztendlich macht es hier sehr viel Sinn, einfach erstmal hinten zu bleiben.
und erstmal alle wegzuschießen, weil wenn du vorne bist, ist es fast unmöglich, da irgendwie durchzukommen, weil von hinten dann die Raketen angeflogen kommen. Ich werde es versuchen, so ein bisschen pendelmäßig immer zu fliegen und so, wenn ich weiter vorne sein sollte, mal gucken. Aber Hubschrauber ist das, was ich irgendwie fast am wenigsten kann in GTA letztendlich, also gucken wir einfach mal. So, vor uns ist einer. Oh, da vor uns sind einige. Ja, wir können jetzt, glaube ich, noch nicht schießen. Das wird so schief gehen, Leute. So, los geht's. Raketen. Achso, ich kann noch nicht. So, gucken wir mal. Okay, jetzt gehen Raketen. Maschinengewehr, Raketen. Alter. Den Punkt habe ich noch. Wichtig ist wenigstens, die Punkte dann noch zu erwischen, schnell. Runter. Alter, Pendel. Ach, scheiße. Es ist trotzdem wichtig, wenigstens noch schnell die Punkte zu erwischen, weil man dann einfach der Respawn weiter vorne stattfindet. Von daher ist das nicht schlecht. Seht ihr, ich bin immer noch Dritter. Ich frage mich, vielleicht sollte ich auch so hier fliegen, wie ich es gerade mache. Einen habe ich abgeschossen, sehr cool. Und ich bin Erster. Das heißt, alle Raketen gehen jetzt auf mich. Ich muss runter. Naja. Okay, ich wurde nicht getroffen. Ich muss jetzt hier mal nach unten, verdammte Scheiße. Ich will den Spawn, den Punkt bekommen. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ach komm schon, Mann! Hier, ich hab'n, ich bin durchgeflogen. Ich will diesen scheiß Punkt bekommen. Ich müsste nur den Punkt bekommen und schon wäre ich ziemlich safe weiter vorne. Komm, nein, du kriegst den Punkt nicht. Ah, er kriegt den Punkt. Oder? Hat er ihn bekommen? Komm. Ach Mann, ey, das ist doch scheiße, so ein Drecksspiel, Alter. So, ich fliege jetzt automatisch mal ein bisschen weiter runter hier. Ich bin nur mal hochgeflogen, das war auch ein Problem. Nicht getroffen. Hier ist einer. Alter, das ist so stumpf eigentlich mit Waffen. So, jetzt kriegt man das. Ja, wir haben endlich bekommen. Das liegt daran, dass hier einfach nicht mehr so viele sind. So, den kriegt man auch gleich noch. Yay, wir sind Fünfter, Leute. Komm, den schießen wir ab. Das hat sich der hinter mir auch gedacht. Weiter geht's. Komm. Ich sehe nochmal den Punkt jetzt irgendwie erwischen. Also noch wird nicht auf mich geschossen. Die kann mich jetzt gar nicht treffen, Alter. Ich bin schon wieder durch den Punkt geflogen. Warum zählt das denn dann nicht, ey? So, nächster Versuch. Go. Schnell, den kriegt man jetzt. Sehr gut. Weiter. Ey, das läuft gar nicht so schlecht jetzt, aber das liegt daran, dass hinter uns keiner ist, glaube ich. Alter, das war knapp gewesen. Weiter. Alter, man könnte glatt meinen, ich könnte Hubschrauber fliegen, so. Ich werde jetzt so gegen den Haus fliegen oder so. So. Aber es ist auch vor mir so wie keiner. Ich kann gar keinen abschießen. Ja, wir sind Sechster immerhin. Ja, den kriegt man auch so hier. Weiter geht's. Alter, es ist aber eine fiese Strecke. Das war knapp gewesen. Hat nur rechtzeitig den Propeller nach rechts hochgehoben. So, wow. Na komm, jetzt flieg doch mal rein hier. So. Ey, Hubschrauberrennen mit Schießen ist so unfassbar stumpf, Leute. Ihr habt ja gesehen, wie ich erklärt hatte, man muss versuchen, schnell einen Spawnpunkt zu bekommen, wo nicht alle sind. Ja, da ist ein Gegner. Den schnapp ich mir jetzt, Leute. Erstmal ruhig halten, weiter nach vorne. Den kriegt man jetzt, den hole ich mir noch. So. Da vorne ist er, aber er muss natürlich erstmal markiert werden. So. Rechts. Jetzt, schießen. Naja, die kommen wahrscheinlich nicht an. Oder doch, die fliegen in die Richtung. Jetzt wieder. Die könnte sitzen, die zweite. Zweite ist eigentlich, da habe ich ihn ganz gut gehalten. Schieß da mal. Wir müssen den erst abknallen. Okay, ich versuche schnell den Spawnpunkt zu bekommen. Mal sehen, ob er mich lässt. Weil ich habe ihn nicht erwischt. So, davon ist das Ziel. Hoch. Och, Mann! So ein Scheiß, Alter. Oh nein, ich hab's nicht mal ins Ziel geschafft, oder wie? Nie beendet, Alter. Was ist denn das für eine Kacke?
Also mein Frack war doch quasi im Ziel gewesen. Also so viel zum Motorradrennen kann man irgendwann mal wieder machen, aber ihr habt schon gesehen, Alter, das ist... nichts für mich irgendwie, weiß ich nicht. Das ist nicht gut für meine Nerven. Ja, ich like's trotzdem, ich fand's lustig. So, nee, falschen Sprung hatten wir gerade erst. Mission nicht gut bewertet. Deathmatch, Wüstenfest. Könnten wir eigentlich mal machen. Laster, was sind das hier? Lasterhaft. Wir machen das mal. Ich habe lange keine Mission mehr gehabt. Mach mal einfach mal hier lasterhaft. Wie schwer kann es einem Team schon fallen, einen Lastwagen zu einem bestimmten Übergabeort in der Crenson-Ocher-Wüste zu schaffen? Ja, irgendeine Mission. Mach mal einfach mal. Hatten wir lange nicht mehr. Also, ich setze mal einen Cut. Bis gleich. So, Mission, Laster, halt oder nee, lasterhaft war es gewesen. Gucken wir mal. Ich werde mir auf jeden Fall schnell mal... schnappe mir so ein Bike am besten. Ich schnappe mir so ein Auto. Könnt einsteigen, Leute. Zerstöre den Lastwagen. Kommt noch einer? Ich kann nicht fahren. Wieso kann ich nicht fahren? Jetzt kann ich fahren. Okay, cool. So, da vorne ist er. Erstmal müssen wir zum roten Punkt, so wie es aussieht. Oh yeah. Yeah, yeah. So, ich bin lange nicht mehr Auto gefahren, wie man sieht. Zumindest kein normales Auto mehr. Oh, cool, das ist ja da. Alter, ist das Ding langsam. Ja, sitzt hier jemand drinne? Oh, ich bin ja ganz alleine. Oh, da hätte ich auch Motorrad fahren können. Hätte ich auch Motorrad fahren können. Ah, hier bin ich besser geschützt als auf dem Motorrad. Von daher ist das vielleicht gar nicht so schlecht. So, wie weit ist denn der weg, Alter? So, ein bisschen so, hier rechts rein. Wie fahre ich denn? Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, wie ich fahre. Ich hoffe es einfach mal. Vorne ist er. Er ist aber ganz schön schnell für einen Lastwagen. Ja. Okay, ich sollte erstmal eine Waffe nehmen. Oh nein. Ganz ruhig. Ich muss erstmal die richtige Waffe aussuchen. So, Mikro-MP. Ach, nach rechts geht's. Okay, ich sehe schon. So, schießen. Ja, die werfen jetzt hier ganze Granaten. Ich habe mal ein bisschen Abstand. Vielleicht kriege ich irgendwie einen Platten hin oder so. Ja, das ist scheiße. Da wäre es halt besser gewesen, wenn ein paar Leute bei mir mit drinnen sitzen würden. Weil auf dem Motorrad, das wird halt nichts. Da muss man halt sich wirklich alle zusammen im Auto sitzen. Da hat man auch viel mehr Feuerkraft dann. Cool, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber vielleicht war ich das auch gar nicht. Alter. Okay. Da haben sie eine Granate runtergeworfen, deswegen hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen Abstand halten sollen und versuchen sollen, um jemanden Platten zu schießen. Das wäre besser gewesen. Na toll, jetzt sitze ich auf dem Motorrad. Wo muss man hin? Hier muss man hin. What the? So weiter geht's. Ja, nee, aber ich meine, ich verstehe gar nicht, warum das so schlecht bewertet ist. Das ist mal was anderes, Leute. Das ist cool. Hier ist irgendwo ein Gegner. Alter. Ich weiß nicht, wer der Gegner ist. Hier in dem Auto wahrscheinlich, ne? Nee. Doch. In dem Auto. Ist er down? Nee. Doch, oder? Ja, ich habe ihn gekillt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ist egal, wir müssen zum Lastwagen. Ja, hat auf der Map immer so komisch geplinkert rum. Wusste ich jetzt nie, ist das jetzt ein Gegner? Dann war er wieder weg. Sagen wir so, als ob er ständig stirbt. Ständig Reinkarnationsstyle betrieben hat. Alter. Reinkarniert ist. So rum. So, ja, wie weit ist denn der Lastwagen schon weg hier? Das kann nicht wahr sein. Aber mit Motorrad ist eigentlich nicht ganz so cool. Wie gesagt, leider ist man nicht so gut geschützt. Ich meine, vor Granaten schützt ein Auto auch nicht. Aber zumindest, wenn man beschossen wird, da ist man besser geschützt in so einem Auto drin. Ich frage mich, wie weit die noch müssen mit dem Lastwagen. Aber ich finde es cool. Also, ich würde solche Missionen gerne mal öfters machen, weil ich finde, das meistens eine gelungene Abwechslung zu den Autorennen und so. So, der müsste jetzt eigentlich schon zu sehen sein. Da vorne ist er. Da müsste ich jetzt auch mal schießen. Ich muss Haftbomben nehmen, Alter. Es geht nicht anders. Ich probiere es einfach. Werfen! Und jetzt? Habe ich den zerstört jetzt? Yes! Alter, nice! Wow, das lief ja gut. Schön, freut mich. Wir haben es gewonnen, glaube ich. Also ich bin mir sicher, dass wir gewonnen haben. Steht ja da, aber ich glaube, wir haben gewonnen, weil ich den Lastwagen zerstört habe. Cool. Und es gibt irgendwie noch $500. Deswegen mögen die meisten die Mission wohl nicht. Aber das ist mir egal. Die Mission an sich war unterhaltsam gewesen. Die war cool. Schön.
Habe ich einen Lastwagen gesprengt? Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Und ich habe zwei gekillt sogar. So, was haben wir denn hier? Rennen. Nee, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Lass das mal machen. Ist das ein Bootrennen? Rundenrennen für Boote, Leute. Alter, das machen wir jetzt mal. Ja, Wiederholungen hätte ich auch Bock. Also ich hätte Lust, die auf jeden Fall irgendwann nochmal zu machen. Die machen wir auf jeden Fall nochmal, die Mission. Muss mir den Namen merken, muss ich nur vielleicht nochmal gucken. Irgendwas mit Last, in Haft, irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Dann werde ich irgendwann nochmal direkt hinfahren und so in anderen Sachen, weil das machen wir nochmal, das war lustig. Weil ich würde auch noch selber gerne mal den Lastwagen fahren und den beschützen, das ist witzig gewesen. So, wir machen jetzt Wasserringe oder wie auch immer, also hier irgend so ein Bootrennen. Wir sehen uns, sobald es losgeht. Bis gleich.